Nächster Halt, Langwasser Süd. Dieser Zug endet hier. Fahrgäste, bitte alle aussteigen. Next stop, Langwasser Süd. This train terminates here. All passengers, please leave the train. Nach 35 Minuten seit dem Start in Fürth haben wir den Ausgangspunkt der U1 erreicht. In der Abstellanlage hinter dem Bahnhof werden Züge für den Berufsverkehr bereitgestellt. Nächster Halt, Gemeinschaftshaus. Willkommen im Jubiläumszug auf der 18,5 Kilometer langen Fahrt nach Fürth. Nächster Halt, Langwasser Mitte. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien. Die Linien im Busbahnhof bedienen die Stadtteile Fischbach, Altenfurt und Mohrenbrunn. Er ersetzte 1978 den Straßenbahnumsteigeknoten Dutzendeich. Nächster Halt, Scharfreiterring. Hier befindet sich der Betriebshof, in dem die U-Bahn-Wagen zu Hause sind. Insgesamt wartet die VAG hier über 100 U-Bahn-Züge. Nächster Halt, Langwasser Nord. Wir fahren an einer der ersten Abstellanlagen auf der Strecke vorbei. Heute gibt es 16 davon. Nächster Halt, Messe. Übrigens, wussten Sie, dass die Station bis zur Eröffnung der Messe Neusesbrunn hieß? Nächster Halt, Bauernfeindstraße. Bis hier fuhr am 1. März 1972 die erste U-Bahn aus Langwasser Süd kommend. Nächster Halt, Hasenbuck. Mit 1,5 Kilometern weist die U1 hier den längsten Haltestellenabstand auf. Nächster Halt, Frankenstraße. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 5 und zu den Buslinien. Seit 1974 durchfährt hier die U-Bahn das massive Felsgestein des Hasenbuck. Nächster Halt, Maffeiplatz. 1975 in Betrieb genommen, entstand hier eine völlig neue Nahverkehrsanbindung in die Südstadt. Nächster Halt, Aufsessplatz. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn. Hier hätte ursprünglich eine weitere U-Bahn-Linie angeschlossen werden sollen. Wer genau hinschaut, erkennt noch das Abzweigungsbauwerk im U-Bahn-Tunnel. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zu U2 und U3, zur Straßenbahn sowie zur Regional-, Fern- und S-Bahn. Next stop, Main Railway Station. Change here for Underground Lines 2 and 3. For tramway and for train services. Nächster Halt, Lorenzkirche. Zur Innenstadt bitte hier aussteigen. Schauen Sie mal aus dem Fenster. Als Besonderheit besteht hier die Tunnelverschalung aus Stahlelementen. Nächster Halt, Weißer Turm. Im Jahr 1978 erreichte die U1 die Altstadt, was zu einem Fahrgastboom führte. Während der Bauarbeiten stand der Weiße Turm auf Stelzen. Nächster Halt, Plärrer. Umsteigemöglichkeit zur U2 und U3 sowie zu den Straßenbahnlinien 4 und 6. Next stop, Plärrer. Change here for Underground Lines 2 and 3 and for Tramway Lines 4 and 6. Nächster Halt, Gostenhof. Auf den Spuren der ersten deutschen Eisenbahn
folgt die U-Bahn seit 1980 der Fürther Straße. Nächster Halt, Bärenschanze. Mit dem U-Bahn-Bau wird die Fürther Straße neu gestaltet. Seither befindet sich das Denkmal der ersten deutschen Eisenbahn genau über der U-Bahn-Station. Nächster Halt, Maximilianstraße. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien. Hier befand sich neben dem ersten Straßenbahnbetriebshof und dem ersten Elektrokraftwerk die sogenannte Straßenbahnvilla, die Verwaltung der Nürnberg-Fürther Straßenbahn. Nächster Halt, Eberhardshof. 100 Jahre nach der ersten Pferdebahn ersetzt die U-Bahn 1981 die Straßenbahn zwischen Nürnberg und Fürth. Nächster Halt, Muggenhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bereits ab 1967 wurde als erste Bauvorleistung für die U-Bahn die Hochbahnstrecke zwischen Muggenhof und Stadtgrenze gebaut. Nächster Halt, Stadtgrenze. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zwischen 1972 und 1981 fuhr bereits die Straßenbahn im Vorlaufbetrieb die Hochbahnstrecke. Nächster Halt, Jakobinenstraße. Umsteig war hier die erste Endstation der aus Nürnberg kommenden U-Bahn. Die Hornschuchpromenade war für 3 Jahre zentraler Busbahnhof. Nächster Halt, Fürth Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zur Regional- und S-Bahn und zu den Buslinien. Next stop, Fürth Main Railway Station. Change here for local train and bus services. Am Tag genau 150 Jahre nach der ersten Fahrt der ersten deutschen Eisenbahn erreicht die U1 den Fürther Hauptbahnhof im Jahr 1985. Nächster Halt, Rathaus. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien. Nach 13-jähriger Pause wird 1998 die U1 in das Herz der Fürther Innenstadt eröffnet. Nächster Halt, Stadthalle. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien. Seit ihrer langen Fahrt von Langwasser unterfährt die U1 erstmals einen Fluss, die Rednitz. Nächster Halt, Klinikum. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn und zu den Buslinien. Next stop, Klinikum. Change here for local train and bus services. Ganz aktuell ist hier eine Umsteigestation zur S-Bahn entstanden. Nächster Halt, Harthöhe. Dieser Zug endet hier. Next stop, Harthöhe. This train terminates here. Rund 35 Jahre nach der ersten Streckeneröffnung im Jahr 1972 erreicht 2007 die U1 in Fürth ihren Endpunkt.